Mercer. I'm the reason for all of this. They call me a killer, a monster, a terrorist. I'm all of these things. Commanding officer. Sir, he's in Times Square. I'll call for Trent. That won't be necessary. Ich glaube, damit geht's doch los. Damit herzlich willkommen zu Prototype. Ich habe absolut gar keine Ahnung, wir sind irgendein komisches Monstervieh. Ja, ist gut, wir schlagen irgendwelche Leute zusammen. Das ist cool, kann ich Waffe nehmen? Ich kann Waffe nehmen. Ich würde sagen, uns geht es nicht so gut, weil das auch unser Leben ist, aber... Okay, gut, die Kugeln sind, wir haben unser Leben. Das heißt, ich kann die Dinger mehr fressen und irgendwie ist die Waffe doof. So, okay, Umschalt ist Sprinten, gut. Double Tap. And hold. Any movement key to sprint. Oh, okay. Und wir können hier die Wände hochrennen. Okay, gut. Also erstmal herzlich willkommen zu... Ich habe mich hier oben irgendwo hin. Jo, herzlich willkommen zu Let's Play Prototype. Danach kommt noch Prototype 2. Und ja, ich habe mich extra informiert. Ich bin nochmal durchgegangen. Das Spiel ist zwar in Deutschland indiziert, aber es ist auf Liste A. Damit ist es nur indiziert. Das heißt, die öffentliche Vorführung etc. ist nicht verboten. Das heißt, ich darf es durchaus Let's Playen. Weil, ja, ich habe mich mal mir die Mühe gemacht, tatsächlich diese Liste A, Liste B Scheiß mal durchzulesen. Und für Leute, die es interessiert, was ich jetzt gelernt habe dabei, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, ist, wenn das Spiel indiziert ist, heißt es noch lange nicht, dass es beschlagnahmt ist. Indiziert bedeutet einfach nur, dass es halt nicht offiziell verkauft werden darf. Und der Ladentheke ist allerdings nicht verboten. Das heißt, Händler dürfen es nicht irgendwo im Store oder so ausstellen. Und in der Ladentheke, wie man so schön sagt, dürfen sie. Oh, tschüss. Cool. Wir können springen. Gar nicht mal so niedrig. Ja, dann gibt es aber eine Liste A und eine Liste B. Alles, was indiziert wird, landet erstmal grundsätzlich auf Liste A. Beziehungsweise Liste B ist da der Punkt noch ein bisschen schärfer. Ich nenne diesmal Liste beschlagnahmt. Beschlagnahmt heißt, dass auch jegliche Werbung und öffentliche Vorführung die Dinge schon, naja, sowas wie strafbar ist. Und Prototype ist auf Liste A. Dementsprechend darf ich es jetzt playen. Wuhu!
Wir müssen, glaube ich, diesen komischen Pfeil davor. Ich habe das Spiel selber mal gespielt, ist aber schon wirklich Ewigkeiten her. Und ich glaube, ich habe damals nicht so wirklich gespielt und habe nicht wirklich gecheckt, was eigentlich los ist. Wie man jetzt auch irgendwie nicht weiß, was abgeht. Also, dass wir ein Alex Mercer sind, der irgendwie ein komisches Mutantenmonsterchen ist, was gerne Leute tötet. Und, irgendjemandem die Schuld dafür gibt, dass sie ihm alles genommen hätten. Okay, gut, ich werde versuchen, die Dialoge oder die Nachrichten auf Deutsch. Oh! Cool. Charge Ground Attack. Ja, das ist doch mal nett. Wow, ja, wir schneiden mit dem Typen erstmal über den Boden. Läuft bei uns. Ja, okay, gut. Das Spiel ist ein bisschen blutiger, deswegen ist das hier jetzt mein Ersatz für Outlast oder mein 8-Uhr-Projekt. Das ist immer so mein Zeug, wo ich sage, nope, nicht für die kleinen Jungs. So, Objective completed. Gut, ich werde bei diesem Spiel doch definitiv eine Age-Restriction reinmachen. Tut mir echt leid, aber ich glaube, bei diesem Spiel bin ich dann leider mal so, dass ich das tatsächlich tun werde. Also, wenn ihr das hier gucken wollt, müsst ihr euch leider anmelden. Aber das wisst ihr ja eh, weil ihr habt es hier gerade getan. Und falls ihr das jetzt nicht gucken, ist jetzt was wiederum die Aussage überflüssig machen. Yay, Vortex! Master of Argumentation. Und wir haben Hammerfäuste. Oh, ihr könnt den Panzer sehr einfach kommen. Könnt ihr den hochheben, so Spider-Man-like? Nee, schade. Oh oh. Noch mehr Panzer. Okay, ich glaube blau bedeutet das System. Wow, wow! Was ist das jetzt für eine Aktion? Da wollte ich gar nicht hin. Hä? Nein, da wollte ich auch nicht hin. Wo ist denn der Panzer jetzt? Ach, da. Und Body Slam. Wow, okay, das war ein One-Hit. Schön, 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 schön. Okay, gut. Okay, gut. Diese komischen Kugeln sind also... Wo ist der Panzer? Ah, gut. Die geben uns schön Leben und das ist toll. Und oh, was war mit Blau nochmal? Konnte irgendwie noch so eine super mega, ich mache einfach alles Flatterattacke machen und ich konnte diesen Sprungangriff jetzt machen. Nein, nein, auch nicht. Egal, ich muss auf jeden Fall erstmal da hinten hin. Was kommt jetzt? Wow, ein Schwertchen. Okay, das soll wohl effektiv für diese wundervollen Wesen sein. Da sollte ich mir merken. Da haben wir. Ah. Ah, okay. Tumulator, dort können wir uns ein Ziel markieren. Okay. Okay, wir haben auch mit dem Messerchen unseren. Aua, 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 ja, ja, okay, okay, gut. Okay, wir halten fest. Einmal, wenn er uns einmal schlägt, ist uncool. So. Google einsammeln. Google ist toll. Und, ich glaube, der schießt auf uns. Ups, Entschuldigung. Ich würde sagen, haben wir gezweiteilt. Ja, läuft bei uns. Ich glaube, ihr könnt sehen, warum ich das Spiel dann doch mit der Elf-Geschichte versehen werde. Wo ich bei Outlast auch drüber hinwegsehe, das sehe ich mal, wenn ich ehrlich bin. Wobei ich glaube, Outlast ist ein bisschen mehr in Szene setzt. Da hinten ist noch einer. Und Schnippel. Schnippel die, Schnippel die. Oh, Hubschrauber. Und Panzer. Den ist voll über den Haufen rennen. Über den Haufen fahren sollen. So, wow. Ja, die Soundeffekte von Steam ausmachen sollen, merke ich gerade. Jetzt kommen die ganzen Leute alle online. Oh, wir können. Das ist nice. Rennen, 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 rennen. Okay, wir müssen. Kann ich eigentlich überhaupt meine Dings wechseln? Meine. Egal, ich muss erstmal irgendwie hier hin. Wie ist das passiert? Ich hab nichts gedrückt, ich habe ihn eigentlich normal zerschmetzeln wollen und jetzt macht er so eine geile Katze draus.
Okay. Und wie aktiviere ich das unauffällige Ding? Was einmal kurz alles ruhig macht? Nein, was aber das für ein Mutantentyp ist? Yes, ist schon hart. Oh. Person responsible for all of this dies tonight. If we make it out of here, you think you're ready? I was made for this. Okay, die Person, die für alles verantwortlich ist, wird in der Nacht sterben. Wir wissen zwar keine Ahnung, wofür sie verantwortlich ist oder was läuft, aber sie wird sterben. Ich hoffe, das wird noch aufgeklärt. Wäre jetzt irgendwie so ein bisschen cool. Ja, das war wahrscheinlich nur das Intro und Tutorial. Wahrscheinlich. Oh. 18 Tage vorher. Okay, gut, ja, ich sag, ich bin ruhig. 18 Tage vorher, ich lese vor, wenn es Englisch wird. Gene Tech Monitoring, Gene Tech Building. Grimacy, okay. Okay, ich fasse zusammen. Der Typ war tot. Ich kann nicht stehen bleiben. Okay, ich fasse zusammen. Der Typ, der war tot. Ah. Ja, der Typ war tot, lag da irgendwo im Labor rum und die haben sich über irgendwelche Testsubjekte unterhalten. Und was wir da zu tun haben. Und er hat noch eine Schwester, Dana Mercer. Er ist Alex Mercer. Und warum mutiert er jetzt? Also gut, Gene-Tech klingt ja schon für mich so ein bisschen nach Genmanipulation, wenn ich ehrlich bin. Upsala. Escape the Helicopter. Entschuldigung. Ich rede gerade um mein Leben, wenn es euch nicht weiter stört. Okay, wir haben nur minimale Kräfte. Nicht, dass wir es eben im Tutorial hatten. Ich kann weder fliegen, wahrscheinlich kann ich noch... Ah! Jetzt war die falsche Taste. Noch irgendwelche komischen anderen Dinge machen. Ich glaube, es ist eine doofe Idee, wenn man von einem Hubschrauber flüchtet, auf Hochdächer... Auf Hochdächer... Auf Hochhaus... Dächer zu springen, aber hey... Muss ich, ach, da ist der Pfeil. Ich glaube, Pfeilschaden gab es nicht. Nee, nicht direkt. Also, nicht für mich, für die Umgebung schon. Oh. Ja, genau. What are you gonna throw
targeting. Use targeting to lock on enemy. Press W. Okay. Aha. Okay. Double tap and hold any movement key to sprint. Ach, double tap. Achso, doppelt WASD drücken oder so zu sprinten, oder? Mit Shift. Sprint up walls, sprint over obstacles. Also nochmal das Tutorial oder nochmal anders? Okay, ja. Get to higher ground. Wall up to next building. Okay. Fast. Ja, genau. Ich springe jetzt mal unter der drunten runter. Das war jetzt irgendwie nicht so gedacht. Und dann, hopp. Spring, mein kleiner Spring. Boink, boink, boink. Weiter, 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 höher, höher und hoch hinaus. Spider-Man ist ein Witz gegen uns. Woo! Whoop. Oh, okay. Destroy the helicopter. Press to throw object. Ach ja, das haben wir eben mal mehr oder weniger ausprobiert. Ach, der kann nicht mehr ziehen, der Typ. Oh, wir haben ihn getroffen. Ich hab mal das hingekriegt mit dem Taxi. Ich hab einfach nur mal. Ach, da. Ich hab einen Helikopter da. Und tschüss. Ach, fuck it. Hier, nimm den LKW mit. Nimm mit. Und. Ah, oh, was ein knapper Wurf. Taxi, Taxi, hello, Taxi, 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 Taxi. Und das Taxi hier. Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit. Und renn, renn, renn. Upsala. Ja, Mann. So, und die vier Kugeln einsammeln. So viel dazu. Okay. Gut, wir können uns verwandeln in Leute, die wir vermutlich absorbiert haben. Consuming any creature by gaining heals. Heals negation if you avoid damage for a short time. Consuming, press E to grab the Black Watch Commander. Press to consume.